Alarmiert wurden wir zum Verkehrsunfall, eine verletzte Person. Pkw fängt Feuer. Ja, ein Pkw, der einen stehenden Pkw komplett touchiert hat, Steine aus der Rabatte mit dem Verkehrsschild umgefahren hat und der Pkw hat leicht Feuer gefangen. Ja. Im Motorraum hat er angefangen zu brennen. Anwohner, die im DGH gefeiert haben, hatten Feuerlöscher und hatten es brand schnell unter Kontrolle. Die Feuerwehr Hutzdorf ist im Einsatz und die Feuerwehr Schlitzmitte insgesamt mit 15 Einsatzkräfte. Die Aufgabe ist erst einmal Rettungsdienstunterstützung der betroffenen Person, Ausleuchten und Absicherung der Unfallstelle. Das zweite dann Öl binden und die Unfallstelle reinigen. Und jetzt warten wir bis auf den Abschleppdienst. Die Polizei musste mit ins Krankenhaus fahren. Eine verletzte Person. Schwer verletzt, sagen wir mal. Der Aufprall auf den Golf war so heftig, dass dieser um 180 Grad gedreht wurde. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde dem 38-jährigen Schlitzer Blut entnommen, da der Verdacht auf Alkohol und/oder Drogen besteht. Vor Ort war die Feuerwehr Hutzdorf und Schlitzmitte mit 15 Einsatzkräften sowie der Rettungsdienst, ein Notarzt und jeweils eine Streife der Lauterbacher und Hünfelder Polizei. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 7.000 Euro.